Hallo ihr Lieben, ich habe ein Päckchen bekommen und packe das gerade aus und möchte euch das gerne einmal vorstellen, weil es mir einfach um die Qualität geht. Ja, weil es wirklich wichtig ist und ich euch gerne inspirieren möchte, dazu etwas Gutes zu konsumieren. Ihr wisst es vielleicht aus anderen Videos schon, ich esse immer mehr vegan. Und das aus voller Überzeugung, weil es sich für mich richtig anfühlt. Bei Honig ist es immer wieder eine Auseinandersetzung für mich auch. Und ich werde nicht vom Honig weggehen. Aber was ich mache, ist, ich achte sehr genau auf Qualität. Also zum einen glaube ich, bin ich überzeugt davon, dass unsere Natur, unsere Umwelt, Insekten und auch gerade die Bienen braucht. Ja, überall hört man das schreckliche Hummel- und Bienensterben, weil wir in den Städten nicht mehr genug Nahrung für sie haben, weil die Bedingungen für sie immer schwieriger werden. Und das ist der eine Aspekt, warum ich gesagt habe, okay, gut, nein, ich glaube, ohne Bienen ist es schlecht und unsere Lebensbedingungen sind heutzutage so, dass Bienen alleine in der Natur nicht so gut überleben können auch. Insofern ist es gut, wenn es Menschen gibt, die sich auch um die Bienen kümmern, aber sie nicht kolossal ausbeuten und darüber krank machen. So, und deswegen möchte ich euch heute die Arbeit von Herrn Dolde vorstellen. Herr Dolde ist ein Imker, den ich auf der Rohkostmesse in Berlin kennengelernt habe und für mich ein sehr beachtlicher Mensch, weil er so konsistent ist. Also ich habe das Gefühl, Herr Dolde lebt dieses Leben mit seinen Bienen durch und durch. Das heißt, er ist wirklich ein ganz überzeugter Mensch davon. Das ging so weit, dass ich wirklich mitbekommen habe, dass er bei der Rohkostmesse sich geärgert und aufgeregt hat über die Leute, die so unbewusst sind. Und er sagte, ich verkaufe jetzt nur noch meinen Honig, kriege nur noch die Leute, die biologische Produkte essen, weil das ist doch genau das, was die Bienen kaputt macht. Ja, genau die ganzen Pestizide und so weiter. Wenn das ein Pestizid verseuchtes Feld ist und dann gehen die Bienen daran, dann sterben sie an den Pestiziden. Und das fand ich sehr beeindruckend und natürlich richtig. Es ist konsequent. Ja, so. Und was ich besonders finde, ist die hohe Qualität und auch den Blick für das Wesen der Tiere. Ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung von Bienen, aber das, was ich gehört habe von ihm und was ich gelesen habe von anderen, und ich habe mal so vom BUND, glaube ich, was, oder von Greenpeace, so eine Auflistung gehabt, was ist eigentlich normaler Honig, konventioneller, also ist nicht normal, nein, was ist konventioneller Honig, der in der konventionellen Landwirtschaft erzeugt wird, was ist Bio-Honig und was ist dann nochmal Demeter-Honig, dann würde ich sagen, nochmal 10 Schritte dahinter kommt Herr Dolde. So. Und da ging es einfach darum, wie werden die Tiere behandelt? Werden sie artgerecht gehalten? Werden sie beschnitten? Irgendwas wird auch abgeschnitten? Weiß ich nicht genau. So. Sie werden mit Antibiotika behandelt. Ja, sie werden mit Pestiziden eventuell auch behandelt. Die sind sehr anfällig. Sie werden im Winter, also ich habe das heute wieder gelernt, nochmal im Telefonat, also die Bienen werden im Winter gar nicht gefüttert, sondern man füttert sie, beziehungsweise sie legen ihren Wintervorrat natürlich im Spätsommer, Herbst an. Und dann haben sie ihren Vorrat und von dem leben sie ungefähr bis März, bis dann der Winter und die kalte Zeit echt auch vorbei sind. So. Und der normale Imker, der auch allen immer sagt, ja anders geht es ja gar nicht, das macht ja keiner, das geht ja gar nicht anders, füttert nämlich im Spätsommer, Herbst die Bienen mit Zuckerwasser. Das heißt, die werden radikal ausgeerntet, der Honig geht nur zu den Menschen und die Bienen selbst bekommen dann Zuckerwasser. Zucker macht krank, das wissen wir alle, auch die Bienen mögen den Zucker nicht so gerne. Der ist natürlich süß und er gibt auch eine Energie, aber er macht sie auch krank. Deswegen muss man besonders viel Antibiotika einsetzen. Deswegen gibt es Pilzbefälle, glaube ich auch, sagte er, glaube ich auch. Also auf jeden Fall hat das schwerwiegende Folgen für die Bienen und die Bienengesundheit. Und ich glaube auch, beziehungsweise nein, andersrum, ich bin überzeugt davon, dass wir das auch wiederum schmecken. Weil so ein Volk, ein Bienenvolk, was den ganzen Winter über Zucker gegessen hat, ist ja auch nicht so gesund. Das heißt, das, was sie im nächsten Jahr dann an Honig produzieren, hat wahrscheinlich auch noch Zuckerreste drin. Ich wüsste nicht, wie sonst. So.
So, das heißt, Herr Dolde achtet darauf, dass die Völker weit genug auseinanderstehen, dass es einfach jedes Volk so seine eigene Interkultur haben kann. Er achtet darauf, dass seine Bienen auch im Winter über nur mit eigenem Honig gefüttert sind. Also das heißt, dass sie wirklich nur ja, das, was eine Biene halt so isst im Winter hat, ja, das ist Honig. So, und behandelt nicht mit Antibiotika, sondern achtet darauf, dass sie sozusagen sie bilden ja eigenes Antibiotikum, das Propolis. Ich glaube, das Propolis ist es, was als Antibiotika wirkt. Das ist ja ein hochwirksamer Stoff, den die Bienen auch gerade auch produzieren und dadurch nicht krank werden. So, insofern, wenn man das alles wegnimmt, dann werden sie halt krank und dann behandelt man die wiederum mit Antibiotika. Ich hoffe, ich habe das so richtig dargestellt. Ansonsten, Herr Dolde, wenn Sie das sehen, sind Sie natürlich herzlich eingeladen, hier drunter mich zu verbessern in den Kommentaren. Bitte gerne, weil das ist sehr viel anregender Input. Ja, so, und ich mag das. So, ich möchte euch einmal, wow, das ist echt ein Reichtum. So, ich habe auch einen Bienenhonig in der Wabe richtig zugeschickt bekommen. Der ist leider schon aufgegessen, den kann ich nicht mehr zeigen. Den lieben wir sehr. Was ich wirklich nicht missen möchte und was ich immer dabei habe, wenn wir in Urlaub fahren, zu Hause, immer, ist die Propolis-Tinktur. Und da gibt es auch wieder Unterschiede. Wir haben wirklich ausprobiert, ja, normal im Bioladen oder im Reformhaus gekauft und diese hier. Und es ist wirklich kolossal. Was heißt, wenn du Halsschmerzen hast, wenn du Magenverstimmung hast, wenn du was Magen-Darm-mäßiges hast, wenn du eine Stelle im Mund oder auf der Lippe hast. Propolis ist immer dabei. Wenn man eine Stelle hat, ja, dann kann man sich noch aussuchen, das gibt es als Salbe und als Tropfen. Dann kann man sich noch aussuchen, mache ich eine Salbe drüber auf eine schorfe Stelle zum Beispiel oder mache ich auch einfach mal so einen Tropfen rein. Ja, es wirkt antibakteriell, es ist wirklich, das ist für mich richtig ein Heilmittel. Ja, das misse ich nicht. Jeden Abend nehme ich Propolis-Salbe ein ganz minimal auf den Finger und pflege meine Lippen damit. Vorm Schlafengehen finde ich super angenehm. Wenn du eine Schnupfnase hast, also kannst du auch vorsichtig mit der Propolis-Salbe. Die ist natürlich ein bisschen farbig, also da muss man aufpassen. Das heißt so, wenn man das so reintropft, nicht auf die Zähne tropfen, weil das ist dann ein bisschen verfärbt, sondern möglichst hinten in den Hals. Das hat eben auch so einen Wachsanteil, was wirklich richtig pflegend, heilend wirkt. Das ist das Erste, was wir in unserer Hausapotheke immer drin haben und auch, wie gesagt, wenn wir auf Fahrt gehen auch oder wenn wir irgendwo unterwegs sind, immer dabei haben. Dann gibt es ein paar Sachen. Damit mache ich weiter. Das ist das Perga. Das ist das Bienenbrot. Und Herr Dolde sagt, und ich habe das von mehreren jetzt schon gehört, Dr. John Switzer, vielleicht kennt ihr den auch, ein Arzt, der mit Rohkost und Ayurveda die Menschen in die Gesundheit bringt, wunderbare Arbeit macht am Starnberger See, der empfiehlt die fermentierten Bienenprodukte. Und fermentierte Bienenprodukte ist dieses Perga. Es nennt sich Bienenbrot. Die genaue Herstellung könnte jetzt Herr Dolde erklären. Das kann ich nicht, aber so sieht es aus. Und man sieht richtig, das ist sozusagen das, was in der Wabe drin war. Und ich muss sagen, dieses Zeug, das ist wie, weiß ich gar nicht, das ist wie so Magnetismus. Also das will richtig, das kann ich richtig so als Nervennahrung nehmen. Das ist, ist kolossal. Kolossal energiebringend und hochkonzentrierte Mineralien drin. Wahnsinnig viele Vitalstoffe, Enzyme und so weiter. Weil natürlich alles in Rohkostqualität ist. Ne? Ganz wichtig, dass das nicht erhitzt wird. Und gleichzeitig ist es eben fermentiert. Ich glaube, es sind die fermentierten Blütenpollen. In der Farbe fermentiert. Also unglaublich. Das ist wirklich etwas. Das ist eines der besten Superfoods, die wir in Deutschland haben, würde ich mal sagen. Neben den Wildkräutern. Das ist sehr energiebringend. So, dann haben wir eine ganze Reihe von tollen Sachen. Das ist jeweils eine Zutat mit Honig gemischt. Ich sortiere mal. So, und das ist ganz wunderbar, weil
Herr Doktor nennt, Herr Doktor, Herr Dolde. Herr Dolde nennt das Terrero. Und das Terrero ist sozusagen die ganz alte, ich muss ein bisschen spicken, weil ich habe mir das aufgeschrieben. Das ist nach dem alten, antiken Teeprinzip produziert. Das ist sozusagen die antike Teemethode. Wenn man eine Substanz, sagen wir mal, wie hier zum Beispiel Salbei Olivenblatt, wenn man das, die Inhaltsstoffe davon konservieren wollte, hat man sie im Mörser zerkleinert und mit Honig gemischt. Der Honig wirkt ja so stark konservierend und es wirkt antibakteriell und so, dass er eben auch die Wirkstoffe aufnimmt und konserviert. Das heißt, das war sozusagen die natürliche Art und Weise, wie man Stoffe haltbar gemacht hat, um sie dann als Gewürze zu verwenden, um sie dann in Getränke einzurühren, um sie dann jetzt wir auf Brot zu essen. Ja, so. Das gleiche haben wir hier mit Thymian. Also ja, ich gehe es einmal durch. Das ist Salbei und Olivenblatt. Wow, irre. Das ist in Rohkostqualität mit Zitronensaft noch. Ist aus ökologischer Wildsammlung gesammelt. Also, wie gesagt, zu jedem Produkt einzeln könnte Herr Dolde jetzt auch noch sagen, wie das genau wirkt. Ich weiß, Olivenblattextrakt nimmt man auch. Ist ein sehr starkes Antioxidationsmittel, ist gut für die Leber. Salbei, wissen wir natürlich, ist gut bei Magen-Darm-Verstimmungen, aber ist auch wunderbar für die Haut. Bei Husten, ja, genau. Also das nennt sich Salbei Olivenblätter. Das ist mit Thymian, das ist natürlich ein wunderbares Hustenmittel, aber auch zum Würzen gut geeignet. Ja, wenn man eine wunderbare Salatsauce macht, könnte man zum Beispiel jetzt hier von diesem konservierten Thymian nehmen und damit die Salatsauce würzen. Dann haben wir das gleiche mit Pfefferminze, auch nur Pfefferminz und Honig drin, mit Ingwer, natürlich wahnsinnig toll, wärmend im Winter, antibakteriell, bei Entzündungen gut, bei Magen-Darm-Verstimmungen gut. So Ingwer, wer das noch nicht kennt, ist auf jeden Fall ein wunderbares Hausmittel. Und dann nennt sich noch eins hier Winterwärme, wunderbar wahre und warme Aromen. Honig, Zimt, Kardamom und Sternanis. Ah, okay, also das ist ohne Kräuterchen, sondern das ist sozusagen so mit Gewürzen zubereitet. Diese Produkte sind, mal gucken, das ist noch was anderes. Diese Produkte sind alle aus einem Teil getrockneter bei Rohkostqualität und einem Teil frischer Produkte zugesetzt. Das heißt, Herr Dolde nimmt das Verhältnis so, dass sozusagen die Feuchtigkeit von dem Kräuterchen nicht überhand gewinnt, dass es nicht anfängt zu schimmeln. Da muss man sehr genau austarieren. Deswegen weiß er genau, wie er das zusammensetzt. Die Salbeiblätter sind eben zum Teil frisch und zum Teil getrocknet hier drin enthalten. Ja, bis es eine Masse ergibt, die wirklich sich gut mischen lässt und auch gut haltbar ist. Jetzt habe ich hier noch was. Wir fangen mal hiermit an. Dies ist Hanfhonig. Und da war ich auch sehr gespannt, wie das hergestellt wird, wie er das macht. Und zwar ist das der ganze Hanf. Also das ist die ganze Pflanze. Es ist Blüte, Stängel, Samen und Blätter. Es hat, hier steht extra drauf, ohne psychoaktive Wirkung, ganz wichtig. Ja? So, und das ist gemischt mit dem Honig. Und das ist ein wahnsinnig gut, ja, es ist sozusagen die Hanfpflanze, das pflanzliche Eiweiß, was uns da drin ist, ein wunderbarer, ich probiere das mal, wunderbarer Wirkstoff, eben konserviert mit dem Honig. Mmh. Das schmeckt ja toll. Wow. Das ist besonders. Also, das Großartige ist eben, man kann die ganzen, diese Terrero, aber auch die anderen Substanzen, die ich sage, alle auf Butterbrot essen. Man kann sie süß zum Süßen nehmen, wenn man irgendeinen Nachtisch herstellt. Man kann sie in warmes Wasser einrühren und als Tee genießen. Also, es sind ganz viele verschiedene, in Salatsoßen und so weiter. Man kann wirklich ganz viele verschiedene Zubereitungsformen wählen. Wichtig ist, dass sie immer unter 41 Grad bleiben. Das ist wie bei uns im Körper. Eigentlich ist unser
unsere Temperatur 38 Grad. Das ist auch so, dass alle Enzyme, alle Eiweiße dann richtig sind, wie sie von der Natur aus so sein sollen. Wenn wir es über 41 Grad erhitzen, dann wird es lebensgefährlich, weil dann die Eiweiße sich verändern und die Enzyme kaputt gehen. Ganz wichtig, also wenn wir etwas zubereiten, auch als Tee, dann bitte nicht wärmer als 41 Grad machen. Ja, das heißt wirklich, am besten ist so ein Wasserkocher mit Temperaturregler. Das kann ich unten drunter unter die Links nochmal stellen. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, ja, woher weiß ich denn, wie viel Grad das ist, ob das jetzt 45 oder 40 Grad sind. Da gibt es extra Wasserkocher für, die genau dafür gemacht sind, dass man ganz genau weiß, wie viel, wie heiß das Wasser ist. Und dann rührt man dort dann den Löffel mit dem Honig ein. Ja, wow. Also das Besondere hier dran ist, dass sie wirklich wahnsinnig intensiv sind. Der Honig, das ist wirklich, also das würde ich wirklich euch mal raten, das mal zu probieren, weil der Honig ist so intensiv, dass er wirklich ganz anders schmeckt als der normale Honig aus dem Laden. Er schmeckt richtig, richtig konzentriert. Dann habe ich hier etwas Niedliches, Kleines, ein Glas, das heißt Urhonig. Urhonig ist wirklich so, wie man sich vorstellen kann, wie unsere Vorfahren irgendwann mal den Honig gegessen haben. Die haben ja nicht geschleudert und nicht getrennt und nichts, sondern die haben den Honig wirklich so genommen. Das ist jetzt eine Mischung aus dem, was wir an Honig kennen, Honigwabe. Und da sind natürlich auch fermentierte Blütenpollen noch drin. Das heißt, das ist jetzt wirklich, und das schmeckt toll. Ich muss sagen, ich esse es sonst nicht so konzentriert, so roh. Ja, nicht so pur. Bis auf dieses, aber das Perger ist auch nicht süß. Oh, toll. Sehr toll. So, ich mache weiter. Dann habe ich ein kleines Gläschen, das heißt Espresso. Da ist drin Blütenhonig und Espressopulver aus kontrolliert biologischem Anbau. Der Espresso ist natürlich ganz normal geröstet, aber jemand, der sagt, ich rieche das gerne. Ich trinke sowas nicht, aber ich rieche das gerne. Mein Mann wird sich freuen. Also einfach mal eine Idee, das kann nicht umkippen, das kann nicht schlecht werden. Da kann man also einfach so ein kleines Gläschen dabei haben. Und wenn man zwischendurch einen Espresso sich gönnen möchte, dann mischt man das einfach in ein warmes Wasser, nicht heiß, wie wir jetzt ja wissen, ne? Und dann kann man das wunderbar trinken. Dann haben wir ein Mariendistelmus. Auch sehr spannend. Herr Dolde sagt dann, das stimmt, das habe ich auch schon. Die Mariendistel ist das weltbeste Leberregenerationsmittel. Das heißt, es ist wieder ein richtiges Heilmittel. Hier ist auch kein Honig drin und nichts. Hier ist wirklich einfach nur die Mariendistel drin, die Samen. Und dann, da sagte er, das ist eben so, das sieht man jetzt, seht ihr nicht. Obendrauf hat sich das Öl ein bisschen abgesetzt und dieses Öl, das ist Mariendistelöl in hoher Bioqualität, das kann man wirklich eigentlich auch abgießen, weil der Wirkstoff ist das unten drin. Oh ja. Ihr wisst, wie es schmeckt, oder? Die Leber liebt bitter. Es schmeckt ein bisschen bitter, aber ich finde es nicht unangenehm. Also das kann man richtig so als Heilmittel zu sich nehmen, um mal, wenn man eine Leberkur machen möchte zum Beispiel, wunderbar. Morgens in warmes Wasser oder so pur im Mund auflösen, 1-2 Löffel. Und dann hat man mal so eine richtige gute Leberunterstützung. So, dann haben wir Honig und Chili. Auch eine krasse Mischung. Chili ist einfach auch wahnsinnig gut jetzt für den Winter, um Wärme in den Körper reinzubringen. Ist gut für Herz und Kreislauf. Herr Dolde sagte mir am Telefon, er hat jetzt sogar 2 verschiedene Stufen. Eine scharfe und eine sehr scharfe. Oh. Das hier ist die nicht so scharfe. Mir reicht sie. Oh. Herr Dolde, wie schmeckt die andere? Also, ja. Okay. Wow, das ist für mich jetzt was ich, wenn ich krank wäre zum Beispiel, ganz dünn auf Brot machen würde, um richtig so durchzupfeifen, um wirklich auch die Atemwege freizukriegen. Habe ich nicht mehr, seit ich keine Milch, Zucker und kein Gluten mehr esse, aber wenn ich das hätte, würde ich das mal empfehlen.
Und ansonsten ist es wunderbar, wenn einem kalt ist oder so, mal sowas als Getränk zu machen oder irgendwo in die Salatsoße mit rein. Das stelle ich mir sehr lecker vor. Diese Mischung aus Honig und Chili. Ja, wunderbar. So, jetzt bleibt mir noch dieses. Das hatte ich schon. Das ist auch was Tolles. Also das finde ich auch sehr spannend. Das nennt sich Confit-Ro. Also es ist eine Konfitüre, aber roh hergestellt, ohne Zuckerzusatz. Das heißt, dieses ist jetzt Mirabelle. Das heißt, Herr Dolde hat eigene Mirabellen auf seinem Grundstück. Und diese sind jetzt zum Teil getrocknet und zum Teil frisch. Und das wird nur mit Zimt angemischt und ist eine ganze Zeit lang. Also hier steht jetzt auch, dass man gekühlt bei maximal 8 Grad ist dieses Konfitüre haltbar bis 15.10.2017. Also das ist eine ganze Reihe. So lange hält sie nicht. Ich sag's euch jetzt schon. Ich probiere sie einmal. Das ist Mirabelle. Das ist, kenne ich irgendwie, hatte ich nicht so wirklich so. Wir hatten im Garten früher nie Mirabellen. Ja, lecker. Also das ist auch nicht zu süß. Das ist wunderbar, kann man ganz toll. Ganz toll fruchtig. Ohne zu süß zu sein. Sehr angenehm. So. Ah, jetzt haben wir noch ein kleines Terrero mit Fenchel. Dann haben wir noch ein Terrero mit Grüntee. Ah, das ist auch toll. Da sagte Herr Dolde auch zu mir am Telefon, die Original-Grüntee-Zeremonie, die japanische Matcha-Teeblütenzeremonie, ist bei 38 Grad. Das heißt, hier ist eigentlich etwas in der Kultur verkommen, dass wir wirklich in der Meinung sind, dass wir Tee zubereiten mit kochendem Wasser. Also zum einen können wir es ja gar nicht so trinken, weil das kochende Wasser uns gar nicht verträglich ist, weil es viel zu heiß ist. Und zum anderen ist es aber so, dass wir alle wertvollen Inhaltsstoffe, die da doch drin sind, ja kaputt machen. Insofern probiert es mal aus. Man kann auch einen normalen Tee aus der Tüte, den man kauft, einfach mal nicht mit kochendem Wasser erhitzen, sondern mal über Nacht in Wasser stehen lassen und dann nur leicht erwärmen. Es schmeckt wunderbar und man hat aber eben die Inhaltsstoffe, die da drin sind, eben auch noch da drin. Wow. Ja, das ist toll. Das ist jetzt Honig gemischt mit japanischem Grünteepulver aus Halbschattentee. Ja, das ist toll. Also das merkt man auch, das ist sofort dieses, was du vom grünen Tee vielleicht auch kennst, wenn der in einer guten Qualität ist. Der grüne Tee hat immer sofort etwas Aufrichtendes. Also, So, ich glaube. Nee, dies hier noch. Ah, dieses ist Perga mit Honig gemischt. Ja, das Perga ist dieses Bienenbrot, das sind die fermentierten Blütenpollen und dies ist jetzt in einer Mischung mit Honig zusammen. Ja. Ja, ich esse es lieber einzeln beides, aber man kann es natürlich auch so zusammenmischen, dann hat man es beides parat. Genau. So, ich komme mal zum Ende. Das ist jetzt so ein langes Video geworden, aber ich wollte euch diese Vielfalt und diesen Reichtum gerne mal vorstellen. Diese Produkte sind so hochwertig und so inhaltsvoll, dass du merken wirst, wenn du sie dir bestellst, man kann sie bestellen im Internet, ich stelle euch den Link auch drunter, das ist wirklich nachhaltig. Also davon nimmt man auch gar nicht, man braucht davon auch nicht so viel. Und also mir geht es auch so, das ist wie ein, also ich wertschätze das sehr. Ja, das ist wirklich, es ist innerlich auch, ich bedanke mich auch für diese Produktion. Ich bin dankbar dafür, dass ich ein Teil dessen, was die Bienen produzieren, selbst nehmen kann. Ich habe ein so viel besseres Gefühl für mich und auch für die Umwelt als bei allen anderen Sachen. Diese ganzen fürchterlichen Süßungsmitteln von Agavendicksaft über was es alles gibt, die einfach hochindustriell hergestellt werden für unsere Natur und für unseren Körper einfach wirklich Gift sind. Wenn wir lernen, die guten Produkte, wie jetzt zum Beispiel diesen sehr hochwertigen Honigprodukte, wertzuschätzen und in kleinen Mengen zu essen,
dann ist es so großartig und ich glaube, dass es uns allen gut tut und auch der Natur eben gut tut, weil wir die Bienen eben auch brauchen. So, ich schließe jetzt hiermit und genieße noch weiter meine Schätze und genau, ich freue mich über eure Fragen, eure Kommentare und ich hoffe, dass Herr Dolde uns dann unter dem Video auch die Fragen beantworten wird. Also, bis ganz bald. Tschüss.